Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love and Sex. Heute mit einer Sonderfolge. Und zwar sind wir Teil der Kampagne YouTuber gegen Hass. Oder anders gesagt UGH. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Ausgrenzung von Homosexuellen. Oder anders gesagt Homophobie. Genau. Und Homophobie bezeichnet eine Aversion, eine Feindseligkeit gegen Schwule oder Lesben. Das heißt, Menschen, die gegen eine homosexuelle Liebe sind, die kann man schon als homophob bezeichnen. Dieser Hass steht leider oft in Verbindung mit Religion und Glaube. Das trifft genauso auf den christlichen wie auch den islamischen Glauben oder anderen Glaubensrichtungen zu. In Russland gibt es sogar ein Gesetz, was das positive Reden über Homosexualität verbietet. Krass, oder? Homophobie in der Schule oder auf der Arbeit. Leider kommt es selbst bei uns in der Gesellschaft noch oft vor, dass Homosexualität nicht toleriert oder akzeptiert wird. Viele Lesben oder Schwule leiden nach ihrem Outing unter Mobbing der Kollegen oder der Mitschüler. Dabei sollte es uns eigentlich heutzutage vollkommen gleichgültig sein, welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat. Es gibt also keinen Grund für eine Ausgrenzung. Genauso wie die Homosexuellen die Heterosexuellen akzeptieren, sollte es auch umgekehrt der Fall sein. Jetzt würde mich natürlich interessieren, habt ihr schon Erfahrungen in dem Thema gemacht? Habt ihr mitbekommen, wie sich andere geoutet haben und deswegen vielleicht gemobbt wurden? Schreibt es in die Kommentare. Outing und wie man damit umgeht. Das Thema Outing ist kein einfaches. Gerade dann, wenn man seine Homosexualität offen ausleben möchte, dann können andere Menschen das Leben ziemlich schwer machen. Allerdings sollte man sich von diesen homophoben Menschen nicht beeinflussen lassen und entmutigen lassen. Denn viele Homosexuelle berichten, dass nach ihrem Outing eine sozusagen psychische Last von ihnen gefallen ist. Letzten Endes ist es egal, ob ihr lesbisch, schwul oder hetero seid. Je offener wir damit umgehen, desto weniger wird dieser unberechtigte Hass in unserer Gesellschaft überleben. Inzwischen wird auch immer öfters in der Politik darüber diskutiert, ob man Homosexualität in den Unterricht mit einbeziehen kann. Wie seht ihr das? Könnt ihr euch das im Unterricht vorstellen? Quasi ein Unterricht, der sexuelle Vielfalt beinhaltet. Also könnte das vielleicht sogar das Wort Schwuchtel verbannen oder dass man es nicht mehr benutzt? Wer weiß. Ja, unter dem Hashtag UGH, also YouTuber gegen Hass, gibt es noch viele andere Videos. Dazu verlinken wir jetzt die Playlist hier irgendwo. Und da könnt ihr mal abchecken, wer noch alles dabei ist. Das Ganze war Mr. Wissen to Go's Idee, also danke dafür. Genau, und ein kleiner Hinweis von uns, eine kleine Anregung. Denkt doch mal zweimal darüber nach, bevor ihr so Wörter wie Schwuchtel oder Schwul als Beleidigung verwendet. Ja, also gibt Hass einfach keine Chance. Und damit verabschieden wir uns am besten. Tschüss. Mein Fehler. Immer wenn ich anfange, wie redest du dazwischen? Ja, so sieht man das unbequem. Brust rein, nee, Brust raus, Bauch rein, irgendwie so. Ja. Das sieht voll klavierstrebermäßig aus. Ja, eine Folge mal so sitzen wie du. So sitzt immer. Ich sitze überhaupt nicht so. Ich mache auch gar nicht so. Geburt kann ich so.